Am Ende dieser Ab ins Bett-Ausgabe werdet ihr nicht nur fantastisch schlafen, sondern auch noch was besonders Schönes träumen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett mit der 347. Gute-Nacht-Geschichte am Sonntagabend. Ich bin Marco und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Jetzt kommt das große Recken und Strecken. Seid ihr bereit dazu? Na, vorher verrate ich euch aber noch, was heute passiert, denn Ella ist die beste Freundin von Soleil und sie hat mir verraten, dass Soleil gerne malt und auch immer Ab ins Bett hört. Und heute wird sie endlich Titelheldin. Ist ja auch klar, dass da ihre ganz besondere Leidenschaft, das Malen, Thema sein wird. Vorher jetzt aber das große Recken und Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst ihr ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Heute bin ich mir sicher, dass ihr die bequemste Position habt und findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 347. Gute-Nacht-Geschichte für Sonntag, den 8.8.2021. Soleil und das lebendige Bild. Soleil ist ein ganz normales Mädchen. Sie liebt es zu malen. Sie würde am liebsten jeden Tag malen, von früh bis spät. Und heute ist es spät, sehr spät sogar. So spät, dass Soleil längst im Bett liegt. Eigentlich sollte sie auch schon längst schlafen. Ja, doch an Schlafen war noch nicht zu denken. Soleil war viel zu aufgeregt. Es war so, als würde ihre rechte Hand im Bett liegen und einfach so hin und her kreisen. Vielleicht sollte das ein Zeichen sein. Vielleicht sollte das etwas bedeuten. Nachdem sowieso noch nicht an Schlafen zu denken war, stand Soleil auf. Sie ging zu ihrem Schreibtisch, setzte sich hin, machte die Schreibtischlampe an und schaute. »Ich kann doch jetzt nicht hier am Schreibtisch sitzen«, sagte sie ganz leise zu sich. »Ich sollte doch längst schlafen, Energie tanken, Kraft tanken für den neuen Tag, für die neue Woche.« Allerdings fühlte es sich jetzt nicht richtig an, im Bett zu liegen und zu schlafen. Es war ein Sonntag. Es könnte der heutige Sonntag gewesen sein, als Soleils rechte Hand wie von Geisterhand einen Stift nimmt. Vor ihr lag ein großes Blatt und sie begann zu zeichnen. Die rechte Hand zeichnete wie von ganz alleine drei Kinder, die auf einem Podest stehen und eine Auszeichnung entgegennehmen. Daneben malte Soleil einen goldenen Ninja, eine Katze, außerdem noch einen Pinguin, ein paar Einhörner und noch einen Adler. Das sind alles Tiere und Menschen, die in der Gute-Nacht-Geschichte vorkamen, die sie die ganze Woche gehört hatte. Und das Besondere passierte nun. Alle Bilder, die Soleil eben malte, die verwandelten sich. Und zwar in echte, lebendige Wesen. Auf einmal standen drei Kinder, ein goldener Ninja, eine Katze mit einer Tatze, ein Plitschplatsch-Pinguin, ein Einhorn und ein Weißkopfseeadler vor ihr. Das, was sie malt, das verwandelt sich von einem Bild zu einem echten Lebewesen, das direkt vor Soleil auftaucht. Sie standen da. Der Adler, das Einhorn, der Pinguin, die Katze, der Ninja und die drei Kinder mit einem großen Weltmeisterpokal in der Hand. Soleil verstand die ganze Welt nicht mehr. Wie kann das denn sein? Und wieder begann ihre rechte Hand zu malen. Ohne dass sie etwas tat, malte die Hand ein Selbstporträt. Soleil zeichnete sich selber und als sie fertig war, stand sie selber vor sich. Sie hat sich selber erschaffen. Sie hat sich selber gemalt. Das ist wirklich verrückt, dachte sie sich. Und ihr Spiegelbild bestätigte das mit einem »Ja, du hast recht«. Ja, es war wirklich so, als würde sie in den Spiegel schauen. Sie sah wirklich aus, wie sie aussah.
und das, obwohl sie sich selbst gemalt hatte. Soleil war ein absolutes Talent, nicht nur, weil sie so gut zeichnen und malen konnte, auch weil sich die Dinge in ein lebendiges Bild verwandelten. Soleil überlegte, wie sie in Zukunft diese Gabe einsetzen konnte, und es fielen ihr so viele Dinge ein. Wenn zum Beispiel jemand seinen Mama oder seinen Papa vermisst, weil die gerade nicht da ist, dann kann sie einfach die Person malen und zack, taucht sie auf. Wenn sie endlich mal wieder Oma oder Opa sehen möchte, malt sie die beiden auf ein Bild und zack, werden sie lebendig und man sieht Oma und Opa einfach so aus dem lebendigen Bild heraus. Oder wenn man in der Schule ist und sein Haustier vermisst, dann malt man einfach sein Haustier auf ein Bild und das Haustier wird lebendig. Das ist toll, dachte sich Soleil, und sie malte weiter und weiter und weiter. Alle Menschen, die ihr einfielen, malte sie auf, und nach wurde es in ihrem Zimmer voller und voller. Die ganze Familie war mittlerweile da. Alle bestanden natürlich nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Zeichnungen, Skizzen, Bleistiftstrichen und Farbe. Eben wie ein Bild, nur lebendig. Das störte Soleil aber gar nicht. Als das ganze Zimmer voll war, feierten alle eine große Party. Soleil weiß, genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Ab ins Bett. Nett. Gute Nacht.